Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die in der Alpha 21. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir werden heute ein bisschen questen, beziehungsweise wir werden die Quest machen hier. Dann werden wir zum Händler gehen, mal gucken, was der so im Angebot hat. Und dann, wie in der letzten Folge schon gesagt, werden wir mal in die Horde-Base gehen und da schon mal ein bisschen was vorbereiten. Damit wir da nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und wir uns so ein bisschen was überlegen können, was wir da Schönes noch verbessern, machen oder sonstiges. So, wir nehmen mal einen Basie mit. Hier war da doch bestimmt gleich schon wieder einer. Oder eine. Taschenmotorrad, wir können es mal mitbauen. Ja, Mann. Oh, so kann doch die Folge gut starten. Wir können das Taschenmotorrad bauen. Ja, Mann. So muss das. Du gehst mit. Ich kann mal auch immer gebrauchen. Zack. Ich kann mal auch gebrauchen. Warum schwebst du und du nicht? Muss man nicht verstehen, aber ist egal. So. Boah! Ich hab's gewusst. Oh, ich hab's gewusst. Alter, bin ich gerade erschrocken. Oh, ich hab mich gerade ein bisschen eingenässt, glaube ich. Ja, bitte? Seid zärtlich, bitte. Ich hab Angst. Brände von Leidenschaft. Alter, hab ich mich gerade verjagt, ey. Weißt du, gerade noch so gefreut, ja, Mini-Motorrad und zack, stürze hier in 3000 Meter Tiefe. Alter. Herz. Ich bin aber der Jüngste, seid ihr wahnsinnig. Hi. Das ist auf jeden Fall keiner, der dazu zur Quest gehört, so wie es das anhört. Wahrscheinlich steht da draußen gerade eine Wanderer, ne? Das wär's ja. Gerade noch gefreut. Und schon am Arsch. Ah, hier hinten. Hier hinten. Eine Kartoffel, toll. Ganze Kartoffel. Wenn schon die eigentlich mitnehmen. Bisschen Stoff, das war aber auch ein Plastik. Sind denn die Viechers? Hallo! Komm doch raus! Tada. Unfreundliches Pack! Das sind aber unfreundliche Wesen. Leck mich in den Arsch, ey. Hier ist kein Geheimversteck. Nein, ich bin beim Händler. Wo denn? Ach, hier! Sag mal. Geht man so mit fremdem Eigentum um? Also manchmal frage ich mich die Leute heutzutage. Oh, Messing. Sollen wir vielleicht auch wieder anfangen, die Heizkörper mitzunehmen? Wegen Messing, hä? Hier Schönes. Oh, jemand vergessen, seine Asthma-Tabletten zu nehmen, wa? Ist ja unangenehm. Jetzt hier wieder gleich runter, weil. Hier war doch irgendwas, oder? Ein Buch. Haben wir davon mittlerweile? War fast voll haben mittlerweile, ha? Essenstechnisch, wie sieht's da aus? Die Essensbücher. Samen, die waren's nicht. Nahrung, hier war's. Ah, okay, doch nicht. Aber geil, Minimotorrad. Ich feier das. Brauchen wir noch 25 fürs Motorrad, aber jetzt haben wir schon mal das Minimotorrad. Wie geil ist das denn? Und wir brauchen noch 10 für die Chemiestation. Dann können wir hier hart in die Produktion gehen. Richtig hart in die Produktion. Hier geht's hoch, ne? Hallo? Nicht mehr die Schnauze gehalten.
bist du denn jetzt runtergefallen? Böses Mädchen. Hä, wo ist die denn jetzt runtergefallen? Hab ich gar nicht gesehen. Habt ihr die gesehen? Hä? Alter Schwede. Schon wieder harte Action hier, ey. Schon wieder 3 Tote gestorben. So, die Supplies müssen hier sein. Hier schon mal nicht. Oh, Erntewerkzeug. Sehr gut. Hallo, Supplies. Wo denn? Ah, hier. Ah, hier geht's hoch. Bleib doch jetzt mal liegen. Also ihr seht übrigens, ich hab's endlich mal geschafft, die Mod wieder rauszunehmen, dass wir die Zombies looten können. Hab's endlich mal wieder geschafft. Hat lang genug gedauert. So, jetzt muss ich hoch und dann da drüben rein, ne? Diese Handtaschen, ne? Die machen mich fertig, echt. Da ist immer. Ist aber gut Zeug drin, du. Was? Scrappen. Lass mal kurz was gucken. Kann ich noch mehr wie 70 Steine einstecken? Rezept. Wasserstein. Zack. So. Kriegen wir auch gleich auf die Schnauze. Jetzt ruhig schon wieder. Das ist die Ruhe vom Sturm. Achso, die Geschichte. Oh. Ist eigentlich schon mal nicht schlecht, ne? Noch mal auch genug. Oh, gebäudiges Viech. Ekelhaftigkeit. Aber mich wundert's, wir haben auf Krieger gestellt und trotzdem sind die Zombies relativ schnell down. Also ich überlege fast, gut, ich warte jetzt mal die Horde noch ab. Wie die wird, aber wenn die das ist Ruhe im Karton. Das schreckt mich mal nicht so. Wenn die Horde nachts so bleibt, werde ich vielleicht noch mal eins höher stellen müssen. Weil das doch schon sonst ein bisschen lame ist. Aber ich habe auch nichts an meiner Stärke oder so gemacht. Also wundert mich schon doch ein bisschen sehr. On your feet! On your feet! On your feet! Da ist der Ruhe! Oh, auf zu rennen, du! Oh, ich mag diese Feuermod nicht. Hab ich das schon erwähnt? Ich mag diese Feuermod. Ah, da oben sind die Supplies. Das ist doch schön. Haben wir es geschafft. Sehr nett. Sehr nett. Ach du Scheiße. Ich das gewusst. Das haben wir schon. Scrappen. Die Munition können wir sehr gut gebrauchen. Rezepte, Pflasterstein. Zap. So, da ist ein Minimotorrad drin. Fast. Mal 11. 11. Verändern rein. Nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir natürlich keine Dietriche da, ne? Wie lange brauchen wir dafür? Oh, geht ja relativ schnell. Geht ja relativ schnell. Huch. Kurz ruckelt. Wo
brauchen relativ wenig Energie, das ist schon mal gut. Holt sich sehr schnell zurück. Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Und letzter Schlag. Nur wieder ist nichts Geiles drin. Wir haben Knüppel, das. Ein Schubsi. Oh, ein Schubsi. Geil, Mann. Ein Schubsi. Schubsi, wir können abgehen. Dich. Krieg ich hier noch mit rein, ne? Und ein Schubsi. Geil. Geilo Milo, jetzt haben wir einen Schubsi. Den brauchen wir nämlich für die Hordennacht. Das ist eigentlich ganz schön geil, Schubsi, dass wir dich haben. Oh, die Tür ist schon offen, läuft doch. Haben wir hier noch einen Briefkasten. Ja, Sand kriegen wir auch. Sand kriegen wir auch wie Sand am Meer. So. Dann zum Händler 90 Meter. Das ist ja ein Träumchen. Ab aufs Fahrrädle. Was brauchen wir eigentlich fürs Minibike? Minibike. Brauchen wir... müssten wir alles haben? Müssten wir auch alles haben. Wir können ja nochmal auf dem Heimweg ein Auto rangen, dass wir noch ein bisschen was kriegen. Aber es müsste eigentlich dann passen. Dann können wir... ein Minibike bauen. So, pass mal auf. Wir tauschen mal die... Nee, brauchen wir nicht tauschen. Schubsi, wir schmeißen dich mal hier ins Moped rein, dass wir dich gleich aus Versehen verkaufen. Dann stehen wir da wie der Ochs am Berg. Tür ist zu. So. You. Was geht ab? I don't care what folks say about you in the wasteland. Stahlwerk. Okay, wir nehmen das Zeitschriftenpaket, hilft alles nix. So, pass mal auf. Die kriegst du, das kriegst du, das kriegst du, das. Das Bier kriegst du. Die Handschuhe kriegst du, die Hose kriegst du. Den Scheiß brauch ich erstmal nicht, die Mütze kannst du auch haben. Die Teile kannst du auch haben. Messing definitiv nicht. Was verlangst du denn für die Spritze? 52, komm. Was soll der Geiz? Gucken wir mal kurz hier rein. Öffnen. Zweimal Samen. Toll, Speer. Und Reparaturwerkzeug. Was war das? Ich will überlesen. Eisenspeer. Klauenhammer Qualität 5. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. So, was hast denn du hier im Angebot? Irgendwas, was man für die Horde noch gebrauchen kann. Ein 5er Messer. 7000. Wasserfilter. Oh, eigentlich genug. Eine Werkbank habe ich auch. Das Buch habe ich schon. Elektrozaunpfosten. Kann ich die schon bauen? Ne, kann ich noch nicht bauen. Dann gib mir die zweimal. Das ist jetzt auch ein Schnetzler, dann wäre das natürlich Porno. Nee, du hast nur den Scheiß, den ich dir schon verkauft habe. Ne? Wann ist ein Händler Reset Tag 13? Also morgen. Ich überlege, ob das Messer, aber das wäre Blödsinn. Das wäre Blödsinn. Werkbank wäre auch Blödsinn. Schnetzler wäre noch geil gewesen. Aber vielleicht haben wir ja morgen Glück am Tag 13, dass du noch einen Schnetzler für mich hast. Den werde ich immer haben. Dann werde ich neue Punkte. Nope. Nope. Was ich mir so ein bisschen überlegt habe, dass wir auch ein bisschen was in Messer reinstecken. Weil ich habe das Messer benutze ich eigentlich so gut wie nie, außer zum Ernten. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil es Blutungsschaden macht. Und daher könnten wir das ruhig mal ein bisschen öfter benutzen. Um die Gegner ein bisschen anzufraggen, damit die ein bisschen bluten. Und dann können wir sie wegschnetzeln. Ist das eine Zweier-Quest oder was? Weil jetzt habe ich Bock, noch eine Quest zu machen, ne?
Jetzt habe ich Bock, noch eine Quest zu machen. Komm, Leute, wir machen noch eine Quest, oder? Können wir noch eine Quest machen? Komm. Waterbase läuft uns ja nicht davon. Wir sind ja gleich da vorne. Komm, wir machen noch eine Quest. Ich hab jetzt Bock. Ich bin gerade so schön drin. Oh Gott. Dein Ernst? Aber Karl! Natürlich finde ich wieder ein Buch, das wir schon haben. Runter vom Rad, habe ich gesagt. So, pass mal auf. Gucken wir da irgendwas rein. Ich kann mal essen. Zack, rein. Eigentlich sind wir schon wieder voll, ne? Ah, Papier brauchen wir nicht unbedingt. Den brauchen wir nicht unbedingt. Blei bräuchten wir schon, wegen einem Fleisch machen wir jetzt auch nicht hat. Was ist das? Steht hier wieder nicht, ne? Ein Dreier! Ein Dreierhütte. Ich überlege gerade. Wenn wir echt voll sind, wir haben zu viel im Inventar. Was denn jetzt? Kommst du über Loot drüber? Wir werden erst ein bisschen an der Hordenbase basteln. Doch, macht mehr Sinn. Wir werden erst ein bisschen an der Hordenbase basteln. Ja, dann haben wir Inventar wieder leer und dann machen wir die Quest hier. Mit Dreier. Ein bisschen Schiss. Guck, die Hordenbase ist ja gleich hier. Ist ja gleich hier um die Ecke. Dann passt das ja. So. Huch. Pass mal auf, mein Freund. Du kommst hier hin. Zack, zack. Bam. Bam. Bam, bam. Euch zwei brauche ich noch. Dich brauche ich noch. Kleber kann rein. Kann rein. Und die Rohre können rein. Können wir nämlich das Ganze hier mal ein bisschen stabiler bauen. Die haben sich eigentlich relativ nicht hier durchschlagen wollen. Das war eigentlich ganz geschickt. Hat mir schon gut getaugt hier. Mehr würde ich auch gar nicht machen. So, wahrscheinlich falle ich jetzt gleich meine eigene Hornfalle rein. Zap, zap. Ne, passt. Sehr gut. Wenn wir vorne auf jeden Fall verstärken. Vorne alles verstärken. Hier sind sie gar nicht so weit durchgekommen. Den Boden müssen wir auf jeden Fall verstärken, falls die Polizei kommt. Ah ja, ich dachte, wieder Wortfindungsstörung. Das ist ja noch gar nichts aufgewertet. Wenn die Cops wieder kommen, die uns den Boden wegspringen, bringt es ja auch nichts, wenn dann der Boden zusammen einbricht, ne? Jawohl, so will ich das sehen. Das machen wir erstmal hier noch auf Pflaster schieben. Königreich für eine Nagelpistole. Halt. Erstmal nicht mehr, haben wir gesagt. Aber ansonsten war die eigentlich relativ stabil. Hier noch. Also ich muss sagen, die Alpha 21 ist schon echt gut geworden. Finde ich schon gut. Am Anfang fand ich das, muss ich ehrlich sagen, mit den Glasflaschen ein bisschen scheiße, dass die, dass du keine Glasflaschen mehr rauskriegst und auch keine mehr machen kannst so. Nicht mehr dein Wasser auffüllen kannst, aber so muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein mit dem Tausammlern ist das schon eine relativ coole Sache. Muss ich wirklich zugeben, da habe ich mich am Anfang vielleicht doch ein bisschen geirrt oder war ein bisschen eingefahren, ein bisschen, ja, ist doch alles viel leichter und so. Aber doch so an sich ist es eigentlich gar keine schlechte Sache, muss ich wirklich zugeben. Finde ich doch ganz witzig.
Finde ich doch ganz witzig mit den Tausammlern. Und es ist halt wieder doch ein Stück mehr Survival, ne? Muss man leider zugeben. Im Nachhinein ist es doch eine coole Sache. Schafft ihr das? So nicht, Freundchen. So haben wir nicht gewettet. Sorry, ich habe keine Zeit. Was denn? Hoch. Kann es sein, dass du dumm bist? Ich hab sie, wenn ich dich da hinstelle. Ist doch eine gute Sache, oder? Ja, komm doch hoch. Kommt doch hoch, Leute. Hey! Digga, was geht, Alter? Hey! Alter, was schaut? Oh. Okay, das ist. Schubsi, wir müssen das anders machen. Guck, weil er kriegt jetzt die ganze Zeit Blutungsschaden. Also, Schubsi, wir müssen dich woanders hinstellen. Oh. Wir müssen dich woanders hinstellen. Das hat so keinen Zopf. Da hat mir nur, habt ihr gesehen, da hat mir nur die ganze Zeit das Ding hier weggeschlagen. Ja, die ganze Zeit nur hier drauf geprügelt. Schubsi, Schubsi, Schubsi. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Müssen wir mal gucken, ob die dann da auf den Schubsi springen, aber normal dürften sie nicht drauf springen. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Normalerweise müssten wir Glück haben und der Schubsi müsste sich so verteidigen, dass die da nicht drauf kommen. We will see. Schon wieder dunkel, ne? Grad sagen, warum wird denn so dunkel hier? Natürlich hier vorne, wo sie durchkommen könnten, natürlich am meisten aufwerten. Das ist ja nun mal klar, wa? Ja, komm, übertreib's mal nicht. So lang gehört noch. Das dauert noch. Aber jetzt ist die Frage. Ah, schon 18 Uhr, ne?
Quest dann morgen. Ich glaube, wenn ich eine Nachtquest, dafür bin ich noch nicht ganz bereit. So, zack, zack. Hier aufwärmen. Sehr schön. Mal sicher gehen ist immer gut. Ah, hier ist alles noch nie aufgewertet, sehe ich gerade. So, das war unser Fluchtweg, ne? Falls sie durchbrechen. Scheiße, scheiße. Dann sind wir nochmal hier oben. Und haben da Munition liegen. Super. Und theoretisch kann ich dich mal weghauen hier. Du uninteressant bist. Hallo. Ja, musst weg. Hunger habe ich, warte kurz. Sag doch was, esse ich doch einen Steak? Da esse ich doch einen Steak mit Kartoffeln. Ah, genau dich habe ich gemeint. So. Könnten wir zur Not nochmal von hier oben ein bisschen Geld nehmen. Können von hier oben auch noch dich aufwerten, sehe ich gerade, Fräulein. Ha! Ich bin zu klug, Luca. Ja, doch. Doch. So, dich machen wir noch bis Pflasterstein. Vielleicht machen wir hier drüben erstmal fertig. Zack. Naja gut, hier wird nichts durchkommen. Die eine Ecke. Wenn da ein Geier durchkommt. Ja, ne? Ah, siehst du, apropos Geier, wir müssen da oben auch noch einen Schutz hin machen. Zumindest aus Holz. Ob wir überhaupt so groß das alles hier brauchen. Oder ob das nicht einfach langt, wenn ich das nur bis hier mache. Das ist ja sonst ein bisschen arg übertrieben, oder? Weißt du was? So ein bisschen hart ich geben. So, passen Sie ab. Vollkommen so. Das langt doch vollkommen, alles andere ist übertrieben. So viel Platz brauchen wir doch gar nicht. So viel Platz brauchen wir doch niemals. Ansonsten. Ab. Ab. Können wir eigentlich. Ob es. Guck mal, das langt. Das langt dicke. Der Platz hier langt absolut dicke. So eins rein. Hier. Und dann ritzen wir hier nochmal eine Ecke rein. Und dann passt das. Und dann passt es. Ja, ich denke schon, das wird schon passen. Das wird schon passen. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was... Ja gut, wir haben ein bisschen gelevelt, ne? Also ein bisschen was wird schon mehr gehen, aber... Ich glaube nicht so viel. Ich bin mir nicht sicher, aber normalerweise, na. Die Gegner sind zwar jetzt ein bisschen stärker. Jetzt haben wir für eine Game Stage
Game Stage 45, ja, wobei. Ja. Überlegt noch. Du hast dich, ja. Immer diese Bedürfnisse. So, jetzt überlege ich noch, wo hau ich denn dich hin? Am geschicktesten. Ja, hier ist halt die Gefahr, dass es weghauen, ne? Hier müsste ich auf jeden Fall. Von oben einen Schutz hin machen. Das gleiche Spiel. Und wenn hier die Geier kommen, hauen die uns den Gen kaputt. Aber rein theoretisch könnten wir den Gen dann. Oder wollen wir ihn hier hinsetzen? Ne, ich würde ihn hier hinsetzen. Und dann könnten wir auch notfalls. Dichter hinsetzen. Natürlich. So, und da oben können wir halt nichts hinsetzen, aber es wäre jetzt nicht so schlimm. Und dann könnten wir eine Klappe da noch hinmachen. Können wir die gleich machen? Dann machen wir hier oben halt Pflastersteine. Beton. Und Pflastersteine gehen auch, ne? 700 haben wir noch. So viel sind es an. Zumindest hier. Level up! So, was haben wir gesagt? Wir wollten. Lass mal kurz gucken. Schatzsuche. Bergbau, Hauptader, brauchen wir die 7. Ja, die 7, jetzt kostet es 2, ne? Tiefe Wunden, du hast vielleicht eine stumpfe Klinge, aber du weißt, wenn man sie benutzt. Klingenwaffe sind 10% mehr Schaden, füge einen Feind bis zu 3 blutende Wunden zu und einen kräftigen Angriff füge 2 zu. Jeder Angriff erneuert die Dauer der Blutung. Feinde laufen 10% langsamer, während sie bluten. Ausdauerkosten werden um 8%, 15% kräftiger Angriff reduziert. Okay. Na komm, wir probieren es mal. Und jetzt? Laut deiner Freunde bist du ein richtiger Messerjunge. Klingenwaffen waren so 20% Schaden, fügen einen Feind 4 Blutung, trifft bis zu 3, Ausdauerkosten 15. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Was kostet die Welt? Komm. Ist doch egal. Jetzt ist nur die Frage. Was ist denn rein theoretisch? Würde ich den Elektrozaun praktisch hier hinsetzen? Müssten wir hier um 1 verlängern? Oh Gott. Am besten falle ich jetzt gleich an die Spikes, das wär's. Praktisch. Soll ich es so setzen? Nee, ich muss es so setzen. Und da drüben ist ja auch so. Theoretisch hier hin. Nein, ich Idiot. Genau das wollte ich nämlich nicht. Können ja 2 setzen. Habe ich hier eingestellt, hoffe ich. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe doch eingestellt, dass wir 2. Scheiße.
Scheiße. Muss nach Hause. Scheiße. Muss nach Hause. Fuck. Ich hab doch eingestellt, dass wir zwei haben. Ich hab doch... Oh Gott, wenn jetzt daheim wieder die ganze Bude voll ist, dann habe ich ein scheiß Problem. Oh Gott. Ich hab doch... Oh Scheiße. Mache ihn, der Junge! Alter, wenn er jetzt wieder alles neu spawnt, ne? Dann war's das. Dann war's das mit uns. Ich seh's nicht, ne? Ach, du und deine Kackausdauer, ne? Wir sind schon wieder völlig drüber. Ja, scheiße. Nein, oh Gott. Oh Gott, wir können zwei machen. Oh Gott. Oh, ich hatte so Angst, ich hab in die falsche Richtung geguckt, ich Idiot. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Oh Gott, ich habe mir fast die Hose gemacht gerade. Ah, so. Passt auf, wir machen das so. Wir beenden jetzt die Folge hier. Ich arbeite noch die Nacht ein bisschen an der Horde Base durch. Morgen früh um 4 starten wir dann an dem POI da drüben, machen dann die Quest und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so schönes treiben. Wir haben jetzt dann, wenn wir das hoffentlich fertig haben... Oh Gott, ich habe so fast in die Hose gemacht. Oh Mann, ey. Ja, und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge so schönes treiben, außer die Quest dann noch. Mal gucken, wie lange die dauert. Das ist eine Dreier-Quest. Aber wird, denke ich, witzig. Ansonsten bedanke ich mich herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss.